begleitet uns heute an Tag 2 hier im Freizeitland Geiselwind. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu Tag 2 aus dem Freizeitland Geiselwind. Wir haben schon gefrühstückt hier im Seaside Resort, am ausgecheckt und jetzt geht's los. Der Park macht heute um 9.30 Uhr auf und wir haben noch einiges abzuarbeiten. Einige Kinderattraktionen für den Kleinsten, der ist hier 2 und der ist total der Adrenalin-Junkie und jetzt werden wir einiges noch für den Kleinsten machen. Aber werden noch, die Cobra steht bei mir noch aus, die Achterbahn und der Freefall Tower, Volcano heißt er, glaube ich. Das muss ich heute auf jeden Fall auch noch machen. Ich würde sagen, wir starten den Tag. Wir sind jetzt im Park und die Attraktionen machen um 10 Uhr auf und die erste Kinderachterbahn wird Doggy Dog sein. Da kann auch der Kleinste mit drauf. Bitte festhalten hier. Ja, wir waren gerade mit den Kiddies hier auf diesen Hüpfburgen und ich sag euch, also mit Kindern ist halt auch noch mal was anderes da drauf zu springen. Puh, ist mir heiß. Aber ich mache hier alles mit. Ich bin ja da schmerzfrei, ich spring damit drauf und mache jeden Spaß mit. Und ja, die Kiddies hatten auf jeden Fall viel Spaß. Hier gibt es auch viele Spielplätze. Hier gibt es zum Beispiel einen Spielplatz. Hier ist so ein kleiner Bauernhof mit so einer kleinen Tuff-Tuff-Bahn. Die fahren wir jetzt auch gleich. Also auch für die Kleinsten ist hier viel zu bieten. Als nächstes machen wir jetzt diesen 4D-Ride in der Dino-Version, die Dino-Safari. Es gibt ja zwei Versionen, die Happy Family und die Dino-Safari. Die Uhrzeiten stehen da, wann was läuft. Bin sehr gespannt, ich kann aber leider kein On-Ride machen. Also das 4D-Kino, das steht auch hier als Hinweis, leider funktionieren aktuell die 3D-Effekte nicht. Das heißt, es gibt auch keine Brille. Man sitzt wie eine Art Kino und ja, ist nur eine Art Simulator. Man sitzt in so einem Wagen, sag ich mal, und fährt durchs Dinoland, sieht verschiedene Dinosaurier, ist ein bisschen ruckelig und ja, die 4D-Effekte sind nur in Ordnung, ein bisschen Blitzlicht, aber es kommt zum Beispiel jetzt kein Wasser von der Decke und so weiter, aber ja, mit den 3D-Effekten wäre es auf jeden Fall noch ein bisschen besser gewesen. Also wir sind durch dieses Spaßhaus Fun Street gelaufen und also für Kinder finde ich jetzt, ist es gar nichts. Es ist extrem laut und es sind tatsächlich ein paar Sachen dabei. Warte, mal helfen. So, Kind ist umgefallen. Genau, was soll ich sagen? Also für Kinder ist es nichts. Der Große und der Kleine waren nicht begeistert, es war laut, es sind Schreckmomente dabei. Der eine ist gefallen und nee, das Ding würde ich jetzt nicht empfehlen, vor allem nicht mit Kindern. Nee, muss nicht sein. Bei mir gibt es jetzt ein Ice and Go, das habe ich schon im anderen Freizeitpark probiert. Finde ich ganz lecker.
Es gibt Kaugummi und Honigmelone. Zuckerwatte war leider aus. Das Freizeitland Geiselwind feiert auch Halloween, und zwar Gruselland Geiselwind. Spooky Nights bis 22 Uhr geöffnet, und da seht ihr auch die Daten vom 14.10. bis 6.11. gibt es hier auch Halloween. Und weitere Sommer-Events in diesem Jahr seht ihr auch hier. Wir waren jetzt bei den Summer Nights, es gibt aber noch die Dino-Tage, die jetzt bald kommen. Es gibt Plüschparty, magisches Wochenende, nochmal Dino-Tage und eine Schulstartparty, weil in Bayern fängt die Schule ja ein bisschen später an. Wir besichtigen jetzt hier den Tempel. Ramses heißt diese Attraktion. Ich glaube, es ist auch wieder so eine Durchlaufattraktion. Mal gespannt. Wir laufen jetzt hier durch ein Gehege, und ganz da hinten habt ihr Hühner und Kängurus, und die sind hier nur mit so einem Seil abgesperrt. Also die laufen hier frei rum. Wir haben uns jetzt eine Pizza geholt bei Bella Pizzeria Italia. Eine kleine Schinkenpizza kostet 6,20 Euro. Die Bedienung ist leider alleine, und heute ist Sonntag und heute ist ein bisschen mehr los, und wir haben jetzt sehr lange auf die Pizza gewartet, und man merkt auch, sie ist so leicht ein bisschen überfordert, weil sie muss die Bestellungen annehmen, sie muss die Pizzen machen und alles auf einmal. Das dauert hier leider ein bisschen. Wir haben jetzt die Pizza gegessen, und die Pizza ist wirklich lecker, und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch sehr gut. Jetzt haben sie auch eine zweite Mitarbeiterin noch hier hingestellt, die ein bisschen aushilft. Also die Pizza würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir fahren jetzt eine Runde Jeep Safari. Die Elefanten sehen ein bisschen gruselig aus. Mit den Augen. Für mich geht es jetzt ein bisschen in die luftige Höhe, und zwar auf Volcano. Da muss ich allein drauf, da traut sich keiner drauf. Jetzt seht ihr das On-Ride dazu. Ich habe mich jetzt mal hier auf die Bank verzogen, denn der Große wollte nochmal, jetzt können wir mal gucken, Piratensumpf heißt die Attraktion, fahren. Ich weiß, es war eine gute Entscheidung, dass ich nicht mitgefahren bin.
klitschnass, wirklich klitschnass von oben bis unten und gleich 5 Stunden im Auto. Nein, habe ich keine Lust drauf. Ich hätte vielleicht noch was anderes zum Anziehen, aber nee. Aber für Kitty super, viel Spaß, denn der Große wollte jetzt nochmal fahren, jetzt fährt Papa mit. Mama und Kleiner stehen an den Kanonen, also die können sich immer gegenseitig abspritzen. Und ich warte jetzt hier mit dem Kinderwagen und mache jetzt mal ein kurzes Fazit hier zum Freizeitland Geiselwind, das erste Mal, ich den Park besucht habe. Ich muss sagen, es gibt für Groß und Klein etwas, für Teenies die eine oder andere Adrenalinbahn, aber auch für die Kleinsten und Mittelgroßen, also hier hat jeder wirklich Spaß. Die Kiddies haben hier 2 Tage Spaß gehabt, aber für Kinder ist es ja auch so, die brauchen nichts Großes. Eine Rutsche, einen Spielplatz, einen Wasserspielplatz, ein bisschen was zum Abschießen und tatsächlich sind Kinder dann auch happy. Aber wie gesagt, mit den Achterbahnen jetzt gestern mit Kraken oder Cobra oder jetzt auch Volcano ist auch was für die Großen dabei mit bisschen mehr Adrenalinkick. Ansonsten, was essenstechnisch angeht, es gibt Döner, es gibt natürlich Currywurst, Pommes, Chicken Nuggets. Ich habe auch Ofenkartoffeln gesehen, die Pizza heute, die war sehr, sehr gut. Also es gibt ein bisschen Variation. Es gibt auch Salate an den ein oder anderen Stellen. Also wer jetzt hier was Gesünderes möchte in einem Freizeitpark, gibt es das hier auch. Ja, unser Tag leitet sich jetzt langsam dem Ende zu. Ich muss ja wie gesagt gleich nach Hause fahren, fahre jetzt 4,5 Stunden von hier nach Zürich und die anderen fahren dann jetzt auch nach Hause, die fahren knapp eine 3/4 Stunde und ja, wir hatten wirklich sehr, sehr schöne 2 Tage hier im Freizeitland Geiselwind, vor allem die Kiddies hatten viel Spaß und das wäre mir primär wichtig. Ich habe ja den Kleinsten das letzte Mal vor 2 Jahren gesehen, da hatte ich den noch mit ein paar Monaten auf dem Arm und ja, jetzt ist er schon fast 2,5. Und ja, war schön, die Kleinen jetzt wiederzusehen, war noch direkt wieder zutraulich und hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Wochenende. Und das war mir das Wichtigste, dass die Kinder ein schönes Wochenende hier zusammen mit uns haben. Und es ist auf jeden Fall mal anderes, mit Kindern im Freizeitpark zu sein. Man ist viel fokussierter auf die Kinder, dass sie Spaß haben, dass sie was machen, was die Kinder mögen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein anderer Freizeitparkbesuch, wie ich ihn sonst kenne. Aber auf jeden Fall auch mega spaßig. Ich bin eh so ein Kinderliebhaber und mich mögen auch alle Kinder direkt, weil ich mache auch jeden Spaß mit und bin lustig und bringe sie zum Lachen und so. Ja, genau. So, jetzt müssten sie gleich wieder um die Ecke kommen, wahrscheinlich wieder plitschnass und dann werden wir langsam Richtung Ausgang laufen. Wir laufen jetzt langsam zum Auto und ich verabschiede mich auch jetzt bei euch. Ich habe ja eben schon ein Fazit gegeben. Ich hoffe, dieser 2. Tag hier im Freizeitland Geiselwind hat euch gefallen und auch das Seaside Resort. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.